Also soll man das dann so machen mit der Höhle und so, ne? Genau, wir suchen jetzt die Höhle mit der Taucherausrüstung und der Taschenlampe. Ja, ich glaube, erst mal warten, bis wieder Tag wird. Also, weil jetzt wird es ja gerade dunkel. Wir können ja schlafen gehen, oder? Ja, können wir gleich. Und das Beste ist, wenn wir an irgendwo vorbeikommen, koffermäßig oder so, damit wir noch Medizin hauptsächlich. Ja, die brauchen wir dann. Definitiv. Also, das war ja bei uns schon ein Act. Weißt du noch, wo wir die Lagerfeuer aufgestellt haben und versucht haben, die da reinzulocken? Ja. Ey, der Stream war eigentlich so cool. Wir Ja, hätten das war echt richtig aufnehmen gut. sollen. Wie lange haben wir gemacht? 5 Stunden? Ja, bestimmt. Ja. So, können wir schlafen? Also ich kann schlafen. Ich kann nicht schlafen. Ich auch noch Nee. nicht. Ah, noch nicht gleich, dann wahrscheinlich. Hä? Kann man nicht normalerweise Zähne mit dem Ding von den Bäumen da machen und dann kann man die Axt verbessern? Bei mir geht das nämlich gar nicht. Maximum erreicht bei der Axt. Ich weiß nicht, wo sehe ich denn das? Nö, ich glaube nicht. Ich habe gar nichts an der Axt dran. Deswegen, keine Ahnung. Egal. Wenn wir Glück haben, haben wir dann eh die neue Axt. Ja, die ist richtig cool, ne? Die macht so viel Schaden einfach nur. Oh, stimmt. Ich mache mir gleich mal noch neue Rüstung. High five? Warte. Gib mir 5. Ups, Entschuldigung. Es hat mir aber nicht wehgetan, warte. Das war eine Ohrfeige. Da Richtig gut. kannst du. Ach, schade, Ey. ich dachte, die geben sich jetzt die Hände gegenseitig. Aber ich dachte jetzt gerade, schade. Ach ja, stimmt, den habe ich ja noch. Wie das aussieht. Als wenn man ihn streichelt oder so. What the fuck? Mit dem abgetrennten Arm. Gib mir 5, komm. Ihr könnt's auch mal am Fuß riechen. Ja, aufs Krokodil mit dem Arm ein, genau. Mit dem Fuß. Tag 25 auf der Insel. Danny beginnt meine Mentalität zu übernehmen. Ja. Der Wahnsinn greift langsam um sich. Bräuchte wieder Blätter. Blätter wären echt nice. Was brauchst du? Blätter. Wie, hast du keine? Nö, keine mehr. Ich habe 290 Stück. Auch Blätter, unbedingt. Du musst diese kleinen Büsche kaputt machen. Ja. Ah, okay. Bambi, bleib stehen, du musst sterben. Bambi ist tot.
So, meint er, ihr könnt schlafen? Mal schauen. Nö, das ist total ausgegraut. Okay. Ja, dann. Nö, ich kann auch nicht stoffen. Ich sage jetzt mal, wir machen uns einfach auf den Weg. Ja. Können auch nachts losgehen. Schöne Nacht. Fände ich aber eine schlechte Idee, gerade wenn wir schon so weit sind, dass schon Muschiklaus ans Lager kommt. Aber von mir aus, dann esse ich aber noch schnell was, bevor wir gehen und dann. Genau, esst was, trinkt was. Guckt, dass ihr Steine und Stöcke genug dabei habt, dass wir halt immer dieses eine Ding machen können, den Shelter. Genau. Sammeln einfach. Ich habe jetzt gerade keine Stickies, aber ich werde einfach auf dem Weg welche aufsammeln. Ja, meine ich ja. Dass man halt immer welche mitnimmt. Hallo, ich will essen. Wie ich nicht essen kann. Doch, jetzt. So. Noch was trinken und dann. So. Bastorf sind bei mir auch voll. Weißt du noch ungefähr, wo die Höhle war? Nee, ne? Nö. Geilo. Ja, müssen wir jetzt suchen. Ich glaube, ich weiß, wo die war. Die war in so einer Spalte in der Nähe genau, von einem Strand. Ja. Und das war dann das, wo ich mich im Singleplayer-Modus durchgebackt habe, aus Versehen. Und dann habe ich ja das Bild geschickt, wo auf einmal das Boot in der Luft geschwebt hat, wo es kein Wasser mehr gab und nichts. Ach ja, genau, ja. So. Dann sollten wir Richtung Strand gehen, der ist da hinten irgendwo, glaube ich, oder da. Nee, ich nehme noch schnell den Speer mit, weil den habe ich nicht mehr. Also ich glaube hier lang, weil hier lang geht's auch zu dem Loch und das Loch ist in der Nähe von dem Ding. Und dann können wir auch gleich nochmal zum Anfang vom Flugzeug gehen und können gleich nochmal die Leuchtpistole und sowas mitnehmen. Leuchtpistole habe ich noch. Ja, aber du kriegst ja nochmal Muni. Ich hab die nicht mehr. Da ist einer. Also wenn wir zum Wrack von dem Schiff wollen, von dem vorderen Wrack, da müssen wir jetzt noch links. Flugzeug. Ja, zum vorderen Teil vom Flugzeug geht es jetzt noch links. So, wo lang? Da lang normalerweise, also jetzt links halten. Ja. Sicher, dass es hier lang geht? Sicher, dass wir nicht darüber müssen? Ja, ich bin mir relativ sicher. Okay. Ich weiß es nicht mehr, es ist so lange schon her jetzt wieder. Ich bin den Weg ungefähr 5-mal gelaufen in den letzten 10 Folgen. Oh, irgendwo ist einer. Ja, an Grand. Ja, da vorne ist es. Na, nice. Das ist auch voll gemein, dass die der Koffer gespawnt haben im Wasser. Oh ja. Hier hinten bei dem Dorf da hinten ist übrigens auch noch ganz viel Alkohol dann. Ich kann nichts mehr nehmen, scheiße. Ich kann auch keine Platinen mehr nehmen. Maximum. So, Jan, wie geht's jetzt zum Strand? Da hinten lang, ne, glaube ich. Zum Strand einfach in die Richtung wieder weiter. Ja, lauf mal vor. Wir folgen dir. Weil ich weiß, irgendwo musste man da durch so eine Felsritze durch und dann ist man da hingekommen. Genau. Aber ja, wo die halt ist, das ist halt. Wenn ich davor stehe, dann weiß ich, dass ja, die gut, Höhle es ist. Ja gut, es ist auch nur eine Felsritze, wo es eine Höhle gibt. Also das ist auch nicht schwer. Doch, ich glaube schon, oder? Nein. Gibt's noch eine andere?
War die irgendwo beim Schneegebiet, ne, in der Nähe war? Das kann das sein? In der Nähe, genau, ja. Also dann zum Strand und dann vom Strand aus Richtung Schneegebiet. Wo ist das denn? Da hinten. Dann müsste man jetzt eigentlich eher in die Richtung laufen, oder? Also, wenn wir dann in Richtung Schneegebiet wollen. Ja, es ist halt direkt irgendwo am Strand, meine ich, war das. Weil da war das Schiff, ja, ist da in der Nähe. Es gibt einmal da hinten ist Schneegebiet davon und einmal in der Richtung gibt es auch noch einmal Strand in Richtung Schneegebiet. Also es war in der Nähe von dem Schiff, glaube ich, ne? Ja. Weil, hast du das Schiff gefunden? Wenn es in der Nähe von dem Schiff war, dann müsste es da hinten sein in der Richtung. Ja, also ich glaube, wenn wir beim Schiff sind, dann weiß ich ungefähr, wo wir landen müssen. Obwohl, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil in der letzten Folge, Loch war glaube ich in einer anderen Richtung, oder? Das Loch ist, keine Ahnung, da hinten glaube ich irgendwo oder so. Aber das Loch hilft uns ja nicht wirklich weiter. Also ich bin das letzte Mal einfach in die Richtung gelaufen. Ach, da kommt wieder was. Bei uns. Oder? Wo ist der? Ja, wo seid ihr denn? Ja, wir waren übrigens auch im Schneegebiet und da gibt's überhaupt nichts zu holen. Ja. Kommt erst, sagen wir schon. Ich höre doch hier die ganze Zeit irgendeiner rennen. Ja, es könnten auch die Echsen sein, die da am Boden rumlungern. Okay. Man sieht gar nichts, ne? Achtung, da geht's runter. Oder geht's nach unten? Können wir gleich mal üben, wie man das Loch runterklitscht. Ja. Weil da muss man nämlich runterklitschen. Hier ist übrigens eingeboren, Dorf. Oh. Lol, was hat denn der in der Hand? Hallo? Der eine hat Fackel, so eine Fackel in der Hand. Boah, hier hinter mir war einer noch. Alter. Boah, scheiße, hey. Autsch. Oh, shit. Boah. Alter. Weg. Geil. Alter, der hat mit einem Schlag die Rüstung weggezogen, hey. Mhm. Alter! Kann mich einer wiederbeleben. Der hat mich angefackelt. Genau. Seit wann sind die so schlau? Hm. Ich habe keine Medizin mehr. Müssen die anderen machen. Danke. Bitte. Ja, der hat eine Reichweite wie keine Ahnung was, der Typi. Ja. Das wird hell auch. Achtung, wieder Fackeltypi. Hey, du Fackeltypi. Wie der mit der Fackel. Hier sind noch Seile. So, Fackeltyp ist tot. Seile, nice. Eddie? Hm? Da gibt's noch ein paar Sachen mitnehmen, oder? Oh, danke. Bitte. Hier kann man runter. Ohne runter zu klitschen. Achtung, da kommen schon wieder sau viele. Alter. Gott. Guck mal, wie viele das sind, ey. Das Problem ist, dass wir halt schon so weit sind von den Tagen her. Die kommen halt echt aus allen Löchern. Alter. Oh Gott, der Schrei, der hat sich ja grausam angehört. Mhm. Ich hab gar nichts gehört. Echt nicht? Nee. Der Schrei war extrem laut. Oh, ich muss mich mal waschen irgendwo. Hier sind ganz viele Koffer und ein Dorf. Wo? Hier. Ja, nice. Warum? Oh, Klamotten, endlich. Ich hab keine mehr. Ja, ich auch nicht.
Oh, da ist wieder was. Achtung. Da vorne. Ich kümmere mich mal um den. So. Ungebetener Gast ist tot.